Ich war über 50 Jahre in der SPD. Natürlich ist mir das nicht leicht gefallen. Fast 1500 Genossen sind im vergangenen Jahr in Rheinland-Pfalz aus der SPD ausgetreten, so viel wie in keiner anderen Partei. Jetzt hat die SPD im Land noch knapp 33.800 Mitglieder. Ich bin ausgetreten, weil die SPD es nicht mehr hinkriegt, eine moderne Partei für die breite untere Mittelschicht zu sein, für Arbeitnehmer, für Aufstiegswillige, weil sie immer mehr sich für die Verlierer einsetzt und in Gefahr ist, eine Verliererpartei zu werden. Der Mann, der dieses harte Urteil fällt, ist nicht irgendein unbekanntes SPD-Mitglied. Der 70-jährige Florian Gerster hat eine prominente Geschichte in der rheinland-pfälzischen SPD. Von 1991 bis 2011 war er Kabinettsmitglied in verschiedenen Ämtern in der sozialliberalen Koalition im Land. Als rheinland-pfälzischer Sozialminister entwickelte er die bundesweiten Arbeitsmarktreformen Agenda 2010 prägend mit. Ab 2002 leitete er für 2 Jahre die Bundesanstalt für Arbeit. Weil er Beraterverträge nicht ausgeschrieben haben soll, musste er gehen. Gersters zentraler Vorwurf heute: Die SPD mache einen Linksruck und verabschiede sich unnötigerweise von Grundgedanken der Agenda 2010. Sie hat nie die Philosophie der Agenda 2010 verinnerlicht, das Fördern und Fordern. Und deswegen hat sie es auch versäumt, eine moderne Partei der Arbeit zu werden und ist gewissermaßen in das Klagelied eingestimmt, dass es immer mehr Armut gibt und dass man deswegen den Armen mehr Geld geben muss, aber nicht in erster Linie für einen Aufstieg, sondern um die Lebensverhältnisse zu verbessern. Gerster scheint mit seiner Motivation zum Austritt kein Einzelfall zu sein, wie uns die Politikwissenschaftlerin Andrea Römmele erklärt. In der Partei gäbe es eine Gruppe von SPD-Mitgliedern, die wie Gerster nach wie vor hinter der umstrittenen Agenda-Politik stehen. Letztendlich ist es die Mitte der Partei. Es ist letztendlich auch die Mitte der Wählerschaft, die SPD früher gewählt hat, die eben mit diesem Linksruck nicht einverstanden ist und hier ihre Konsequenzen zieht. Und Florian Gerster hier sehr prominent als ehemaliger Minister Rheinland-Pfalz, der hier quasi stellvertretend für eine doch beachtliche Gruppe innerhalb der SPD steht. Der rheinland-pfälzische Landesverband der SPD betont, man habe noch versucht, Florian Gerster umzustimmen, leider vergeblich. Inhaltlich allerdings weist man seine Vorwürfe zurück. Macht die SPD einen Linksruck? Die SPD macht Politik für die arbeitende Mehrheit in Deutschland. Wir wollen als linke Volkspartei breite gesellschaftliche Gruppen ansprechen. Und insofern haben wir eine neue Programmatik mit Grundrente, Kindergrundsicherung, Abkehr von Hartz IV. Das ist in einer guten sozialdemokratischen Tradition. Besonders ärgerlich für die Genossen, Gerster ist nicht nur aus der SPD ausgetreten, sondern dann in die FDP eingetreten. Er stehe zu diesem Schritt auch heute nach den Ereignissen von Thüringen, sagt er uns am Telefon. Den Wechsel Gersters in die FDP machte Parteichef Christian Lindner genüsslich beim Dreikönigstreffen Anfang Januar öffentlich. Ich begrüße den neuen Freien Demokraten Dr. Florian Gerster in unserer Mitte. Herzlich willkommen in der FDP. Dazu kommt die Ankündigung der FDP, in Zukunft auch klassisches SPD-Klientel wie etwa Facharbeiter umwerben zu wollen. Jahresempfang der Wirtschaft in Mainz. SPD-Ministerpräsidentin Dreyer steht für das Gruppenbild neben dem neuen politischen Mitbewerber um die Arbeiterklasse. Zum Austritt von Florian Gerster wollte sie sich gegenüber zur Sache nicht äußern. Letzter Auslöser für Florian Gersters Austritt war die überraschende Wahl der beiden neuen SPD-Vorsitzenden im Dezember letzten Jahres. Saskia Esken und Norbert Walter Borjans. Sie stehen für einen Kurswechsel der SPD und wollen mit ihrem Linksruck wieder 30% der Wähler gewinnen. Als Florian Gerster Mitte der 60er Jahre in die SPD eintrat, stand die Partei bei satten 40%. Ich wünsche nicht den Niedergang der SPD, im Gegenteil. Ich fürchte nur, dass die SPD mit ihrer Politik, die nur noch Minderheiten anspricht, sich mehr oder weniger einrichten wird in einem Bereich unter 15%. Pessimismus eines politisch enttäuschten SPD-Urgesteins oder realistische Prognose? Die Bundestagswahl im nächsten Jahr wird es zeigen.